Auch von mir einen guten Morgen und einen schönen zweiten Sommerfesttag. Wir eröffnen, Martin Sellner und ich, und sprechen als Autor und Verleger über sein Buch Regime Change von rechts, eine strategische Skizze, das jetzt 3 Wochen auf dem Markt ist, sehr gut angenommen wird von den Lesern und bei Ihnen auch die Hoffnung weckt, dass es sich auf einer von Ihnen eigens eingerichteten Internetseite zu einer regen Diskussion führt. Wir sprechen zuerst über den Titel Regime Change von rechts. Martin, das erinnert uns an Gene Sharp, diesen Vordenker dieser Non-Violence-Strategien, die am Ende zu einem Social Change oder Regime Change führen sollen. Vielleicht führen Sie dazu erstmal aus. Sehr gerne. Auch von meiner Seite mal guten Morgen und danke, dass ihr zu dieser frühen, ja fast unchristlichen Stunde am Sonntag nach einem langen Feier-Samstag alle hier seid. Das freut mich sehr, weil, wie mein Verleger es richtig sagt, es auch zeigt, dass ein Interesse besteht im rechten Lager an einem doch so trockenen Thema wie Strategie. Gene Sharp, eine kurze Frage in die Runde. Wer kennt diesen Namen? Wer weiß, um wen es sich handelt? Hebt mal eure linke Hand und lasst sie oben, damit ich weiß, wie weit ich ausholen muss. Doch ein bisschen weiter. Gene Sharp ist unbekannt, zu Unrecht. Gene Sharp gilt als der geistige Vater der Farbrevolutionen. Sein Buch Von der Diktatur zur Demokratie wurde in Dutzende Sprachen übersetzt. Beim arabischen Frühling am Maidan, überall taucht es auf. Und es ist das Handbuch des CIAs zum Sturz unliebsamer Systeme. Farbrevolutionen werden ja vom Westen beklatscht und bejubelt, wenn sie in nicht-westlichen Staaten stattfinden. Und die Frage, die in diesem Buch offen gestellt wird, ist: Braucht es vielleicht auch eine schwarz-rot-goldene Farbrevolution eines Tages in Deutschland? Gleich vorweg, wir werden noch drüber reden, das wäre die letzte Option, wenn unser Angebot zu einer Reform der Demokratie nicht angenommen wird. Martin, wir haben in der Vergangenheit Bücher veröffentlicht zum Thema politisches Minimum. Also immer die Frage, was ist denn maximal erreichbar unter den gegebenen Umständen und unter dieser Lage oder innerhalb dieser Lage, in der wir ja also weder das haben, was Gunnar Heinsohn den Youth Bulk nennt, also einen Überschuss an jungen Leuten, jungen Männern, die sich ihren Platz im Leben erkämpfen müssen, die an sich sowas wie eine revolutionäre Stimmung in einem Land einfach qua Geburtenüberschuss formieren. Zweitens diese Übermacht der Medien, der Staatsmedien, auch in Hand derer, die meinungsprägend arbeiten können, ohne dass wir da mit ähnlichen Geschützen gegenhalten könnten. Drittens eben diese eingesickerte linksgrüne Ideologie, die als ideologischer, weltanschaulicher Kern dieser Republik auch durch gute Umfragewerte und viele Mandate der AfD zunächst überhaupt nicht berührt wird. Das ist ein Punkt, auf den wir vielleicht nachher noch kommen. Insgesamt immer politisches Minimum. Was ist das, was wir eigentlich tun können? Und mein Eindruck in Ihrem Buch, an dem wir ja relativ lange gemeinsam gearbeitet haben, im Sinne Autor legt vor, Verleger kritisiert, Autor legt wieder vor, bis es dann am Ende zur Form gekommen ist, mein Eindruck ist, dass Sie hier ein politisches Maximum formulieren. Also das heißt, den Speer in die Hand immer so richtig weit werfen. Das stimmt, das ist wirklich auch die Überlegung, mit der ich mich selber herumgetragen habe. Wir haben auch wirklich lange darüber diskutiert und debattiert, ob man einen solchen großen Wurf und eine große Skizze auch veröffentlichen soll, weil so etwas bietet natürlich auch immer die große Gefahr der Kritik. Aber die eigentliche Intention des Buches ist es ja, auch genau über diesen großen Entwurf eine Debatte zu beginnen und zu initiieren. Denn ich merke, dass sehr viele Leute im rechten Lager beginnen, die Hoffnung zu verlieren. Mittlerweile hat sich das wieder kurzfristig gelegt, weil gerade ein temporäres Umfragehoch ist. Wir alle aber wissen, weil wir tiefer denken, dass es sehr rasch wieder zerfliegen kann, wenn die Lage anders ist. Und ich merke, dass ein großes Bedürfnis besteht im rechten Lager, danach zu fragen: Was können wir überhaupt noch erreichen? Wie stehen unsere Chancen? Wer sind wir überhaupt? Was sind unsere Ressourcen? Welche Optionen haben wir auf einem Weg zum Ziel? Und insofern stimmt es, es ist ein weltanschauliches Minimum, von dem das Buch ausgeht, Erhalt der ethnokulturellen Identität. Aber dann wird im strategischen Denken, nämlich vom Ziel her, mit einer von mir auch versuchten wirklich Akribie und Radikalität durchgedacht, welche Optionen bieten sich für die Deutschen im 21. Jahrhundert
und analog für alle anderen Völker, um das Ziel zu erreichen. Und das ist ein Denkprozess, der schmerzhaft ist, weil wir flüchten uns oft in das zunächst, zumeist Vorhandene, das Tun, aber ich glaube, es ist notwendig. Wir können das Pferd ja auch von hinten aufzäumen. Was mich an dem Buch fasziniert, ist ja, dass es sehr stringent gegliedert ist. Also das Ziel haben Sie schon genannt, das ist auch das, was wir gestern in der Remigrationsdebatte schon ansprachen, diesen Erhalt der ethnokulturellen Substanz und Identität hier in Deutschland und in anderen europäischen Völkern. Und dann haben Sie Leitstrategien, von denen Sie manche verwerfen und sich am Ende auf eine fokussieren. Und dann ist der nächste Schritt der, dass Sie das Ganze nochmal scheiden von dem, was Sie die Non-Strategie nennen. Und bei diesen Non-Strategien kommen eben relativ viele dieser Strategien zum Vorschein, über die wir mit beinahe romantischen Begriffen in den letzten Jahren gesprochen haben. Also diese Fragen der Überwinterung. Man überwintert als zusammengeschrumpftes Volk, halbwegs in Reservaten freien Denkens, freien Lebens. Diese Refugien, die geschaffen werden könnten, Strategie der Sammlung, wie Sie das selber genannt haben. Dann diese verlorenen Posten und Fahrenheit 451 Bilder, also dass jeder ein Buch auswendig lernt, damit es wenigstens erhalten bleibt und so weiter und so fort. Das sind ja alles literarische Größen, die wir immer so in dunklen Stunden in politische Dystopien und Szenarien übertragen. Sie verwerfen das alles. Das ist eine Non-Strategie, die ich kritisiere. Ich nenne das die Achenoa-Taktik, also der Versuch, eine Achenoa zu bauen, um die Flut zu überstehen. Und ich verstehe das als Tendenz, gerade jetzt als Familienvater umso mehr, denn auch ich blicke jetzt sorgenvoll nach möglichen Privatschulen, Kreisen, Siedlungskreisen, weil es braucht ja ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Warum ich es aber als Non-Strategie verwerfe, ist, es kann insgesamt nicht unser Volk und die europäischen Kultur im Raum retten, denn die Achenoa klappte nur deshalb, weil die Flut auch mal endete. Und was wir haben, ist keine vorübergehende Flut, die sich zurückziehen wird und dann sind wir am Ararat und können wieder beginnen aufzubauen, sondern ich glaube, es ist ein Prozess, der von Generation zu Generation schlimmer wird. Die Kosten, die eigenen Kinder herauszuhalten, steigen von Jahr zu Jahr. Ich habe jetzt auch mit einem jungen Elternpaar gesprochen, ich erlebe das auch und da sehe ich keine andere Option für uns als eine politische, sprich diesen politischen bösartigen Prozess aufzuhalten und zu stoppen in einer politischen Reconquista. Das ist Thema des Buches, im schlimmsten Fall natürlich auch in einer möglichen Sammlungsstrategie, aber auch die wäre eminent politisch. Gehen wir die Leitstrategien kurz durch. Gerne. Erstmal die, die Sie ausführlich besprechen und verwerfen. Das ist die Strategie der Militanz. Exakt. Also ich sehe es so, es gibt einen Königsweg, den geraden die Reconquista, und da gibt es zwei falsche Scheidewege. Die Militanz ist der eine, das ist der Gedanke, wir gewinnen politische Macht durch Einsatz von physischer Gewalt. Und in diesem Buch gehe ich alle denkmöglichen Ansätze hier durch, von einem militanten Volksaufstand bis hin zu einem Putsch, bis hin zur Prepping-Strategie. Das ist ein Denken, das apolitisch ist, die Hoffnung letztlich, es geht am Ende nur über den Bürgerkrieg, über die Armee, über das Militär, eine Resignation bezüglich der politischen Wende. Und das liegt gerade den Rechten, die den offenen Krieg, das offene Visier und durchaus auch die Gewalt schätzen als etwas Ehrliches. Ich erinnere mich an Donovan, der gesagt hat, Violence is golden, auf der Bühne. Das liegt vielen Rechten nahe, ist aber ein Achillesferse. Es wird vom politischen Gegner ausgenutzt, um Repression zu rechtfertigen, und es bringt uns im eigentlichen Feld, im Metapolitischen, nicht weiter. Also die Militanz ist in allen Ausprägungsarten radikal zu verwerfen. Ein ganz wichtiger Aspekt des Buches, ich hoffe, dass damit auch ein wichtiger Torpedo gegen dieses falsche Denken abgeschossen ist. Die zweite Leitstrategie, die Sie verwerfen, ist der Parlamentspatriotismus. Das ist ein Begriff, der gestern schon einige Male fiel und der sich auch durchzusetzen beginnt. Vielleicht sagen Sie doch noch mal 3-4 Sätze dazu, obwohl wir da gestern, wie gesagt, auch schon drüber sprachen. Sehr gerne. Der Parlamentspatriotismus ist nämlich das andere Extrem, und zwar das Extrem der Harmlosigkeit. Ein Extremismus der Mitte, kann man sagen. Hier besteht die Hoffnung darin, durch Gewinnung maximaler Mehrheiten und ausschließlich über Arbeit in den Parlamenten der Partei unter Distanzierungsklimmzügen und Abgrenzungsorgien vom Vorfeld
Aussparung aller theoretischen grundsätzlichen Fragen Mehrheiten zu gewinnen. Der Rechtspopulismus folgt leider diesem Syndrom. Es hat eine katastrophale Wirkung gehabt auf die rechte Theoriebildung und Gegenkultur der letzten Jahrzehnte. Wozu führt das? Das kann man im Buch Metapolitik, das ich ausführlich zitiere, von Herr von Waldstein nachlesen. Kurzfristige Aufblähungen, großartige Stimmungshoch, die dann mit Trump, Meloni, Strache in sich zusammenbrechen, ohne das Geringste verändert zu haben. Weil das Zentrum der Macht liegt nicht in den Gewehrläufen, liegt aber auch nicht in den auf den Parlamentsbühnen, sondern ganz woanders. Und das ist die dritte Leitstrategie. Das ist aus meiner Sicht jetzt auch notwendig, dass Sie das noch einmal ansprechen, weil das auch für mich auch veranschaulicht, ein sehr wichtiger Gedanke nochmal war, dass es tatsächlich doch immer wieder um diesen Markenkern der BRD oder auch Österreichs dann geht, der eben durch 40 Jahre vorpolitische Arbeit, linksliberale, linksgrüne Umbauarbeit zu etwas geworden ist, das mit parlamentarischen Mitteln zunächst einmal gar nicht berührbar ist. Und da kommen dann auch so Begriffe wie Overton, Fenster und andere zum Tragen. Es ist ein Versuch von mir, das System, ich nenne es Demokratiesimulation, wirklich deutlich zu beschreiben. Und ich finde auch den Begriff einer Meinungsklimaanlage interessant, denn wenn man das Meinungsklima manipulieren kann, ja, und zwar intensiv, dann ist, was nachher rauskommt bei einer Meinungsmessung, und eine Wahl ist nichts anderes als eine Temperaturmessung der Meinungsklimaanlage, auch manipulierbar. Und der entscheidende Kern und die wahre Macht, die liegt in der herrschenden Ideologie und der kulturellen Hegemonie. Das ist Ausgang vom Buch. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch, die neue Rechte hat sich stark befruchten lassen von Gramsci. Wir sind alle rechte Gramscianer bis zu einem gewissen Grad in unserer Konzeption von Macht. Ich glaube, dass es aber auch einen Schritt weitergehen muss, nämlich eine Art Bedienungsanleitung. Wie kann man diese kulturelle Hegemonie erringen? Also einen praktischen Gramscianismus. Und den versuche ich in diesem Buch von Gene Sharp, Popovich und anderen Denkern für das rechte Lager fruchtbar zu machen. Also das ist der zweite Teil dieses Buchs, diese Skizze einer Reconquista. Das werden wir uns nicht vortragen, das sollten Sie lesen. Was mich jetzt noch interessiert, weil ja unsere Zeit begrenzt ist und wir vielleicht noch ein, zwei Fragen unterbringen können, was mich interessiert, ist eben das, was nicht im Buche steht. Wie stellen Sie sich eigentlich die Schulung dieser Strategie vor? Also erstens ist es ja so, dass man bestimmte Grundannahmen akzeptieren muss, um ihnen überhaupt zu folgen. Man könnte jetzt auch sagen, dass es sich dabei um ein Luftschloss handelt, wenn man diese Grundannahmen nicht akzeptiert. Wenn man sie akzeptiert, wie wollen Sie es machen? Wie gehen Sie vor? Wie planen Sie? Das stimmt, es gibt gewisse Axiome, die gesetzt werden. Ich glaube aber, einige Grundannahmen kann man auch akzeptieren, wenn man die Schlüsse daraus verwirft. Ich hoffe vor allem, dass so eine Einteilung vor allem des rechten Lagers in Partei, Bewegung, Theoriebildung gegen Öffentlichkeit, gegen Kultur sich ein bisschen ausbreitet, damit die Debatte insgesamt ein bisschen gegliederter wird. Wenn man allerdings eben dieser Grundannahme, für mich ist sie eigentlich auch unwiderlegbar, folgt, dass die Macht tatsächlich in den Begriffen, in der Ideologie, in der Zivilreligion liegt, dann wäre der nächste Schritt, und das hoffe ich mit diesem Buch zu erreichen, der Anfang einer Strategiedebatte. Denn in einem strategischen Entwurf, anders als bei jetzt vielleicht einem moralphilosophischen oder religiösen oder ästhetischen Fragen, kann eine konstruktive Widerlegung nur gut sein. Ich bin überzeugt davon, dass auch andere Menschen sich mit der Thematik tiefer beschäftigt haben als ich, vielleicht auch mehr Zeit haben oder mehr geistige Kapazitäten, und ich lade alle ein, auch wirklich kritisch das Buch zu lesen, das tiefer auszuarbeiten. Meine Hoffnung ist, dass ein strategisches Bewusstsein entsteht und ein strategischer Rechtfertigungsdruck, dass alle Bereiche des rechten Lagers, ob sie nun ein Medium betreiben oder theoretische Bücher twittern, Videos machen, Parteipolitiker sind, beginnen sich zu fragen, was ist mein Beitrag zu einer Gesamtstrategie? Folge ich überhaupt einer Gesamtstrategie? Oder handle ich aus Bauchgefühl und tue jeden Tag das, was mir gerade Spaß macht? Das ist eigentlich die Konsequenz, und ich glaube, dass über eine Debatte und über einen gegenseitigen Austausch sich langfristig auch die beste Strategie durchsetzen wird. Lassen Sie uns zum Abschluss noch kurz über die Frage sprechen, woher denn dieser strategische Ansatz, der ja auch sowas wie
Unterordnung auch von großen Spielern, die vielleicht denken, dass sie selbst eigentlich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten oder auf ihrem Platz eben richtig wären, verlangt. Also Unterordnung in einen gesamtstrategischen Ansatz. Wie kann der aus Ihrer Sicht im Moment am schärfsten torpediert werden? Ist das eine Maaßen-Markus-Krall-Partei als Bündnis für Deutschland oder ist es Wagenknecht plus X als Keil, der die Rechte spaltet, beziehungsweise eben den Leuten diesen schweren Schritt herüber zu uns viel einfacher macht? Das sind zwei Möglichkeiten eines Einflusses von außen. Ich persönlich bin aber ziemlich überzeugt davon, dass die größte Gefahr im rechten Lager selbst lebt. Also in dem Nachgeben und sich treiben lassen in das Extrem der Militanz oder das Extrem der Selbstverharmlosung des Parlamentspatriotismus. Allerdings selbstverständlich, ja. Es wird jetzt, wenn man merkt, dass man die AfD nicht kleinkriegen und kleinkämpfen kann, beginnen die Umwerbung, die Einbindung, die Einhegung, die Schaffung von Pseudo- und Scheinalternativen. Wir hatten in Österreich mit Sebastian Kurz genau dieses Modell. Und hier ist es umso wichtiger, dass die AfD strategisch vorgeht. Denn vieles von dem Erfolg, was jetzt das rechte Lager hat, wir müssen der Wahrheit ins Gesicht blicken, ist nicht der Verdienst des rechten Lagers, sondern das Ergebnis der Umstände und der Verdienst, dass man sich einmal ein paar Monate lang nicht gestritten hat und sich nicht spaltet. Allerdings, und darauf möchte ich jetzt auch hinauskommen und auch meine Begeisterung für das Thema, das sagt uns im Umkehrschluss auch, wenn es nun eine bessere Zusammenarbeit gäbe, eine bessere Ausnutzung der Ressourcen, mehr Synergieeffekte, einen Staffellauf der metapolitischen Pionierarbeit, was dann erreichbar wäre und was möglich wäre, wenn das Potenzial maximiert würde, das lässt mich auch kaum ruhig schlafen und gibt mir auch eine große Vorfreude und Hoffnung auf eine mögliche Reconquista. Ich möchte ganz kurz, um das konkret zu machen, auf die 21%, wenn ich darf, zu sprechen kommen, die jetzt eine Absichtserklärung abgegeben haben, die AfD zu wählen. Das ist im Moment nichts wert. Das ist eine reine symbolische Haltung. Gibt uns ein gutes Gefühl, aber es ist wie, ich bringe den Vergleich mit einem Scheck. Es ist schön, wenn man einen großen Scheck hat, aber erst wenn man ihn einlöst, kann man etwas damit machen. Und Parlamentspatrioten sagen nun, das sind wandelnde Wählerstimmen, diese 12,7 Millionen. Wir müssen sie durchbringen bis zur nächsten Wahl 2025 oder anderen kleineren Wahlen. Der Aktivist der Reconquista sagt, diese Leute, 12,7 Millionen, haben ein gigantisches Potenzial. Es ist ein kleiner Staat. Die haben ein Bruttoinlandsprodukt. Wie viele PKWs haben die? Wie viele Flächen an Land haben die? Wie viel Angestellte? Wie viele Unternehmen? Wie viel geistiges Potenzial, Zeitpotenzial, finanzielles Potenzial haben die? Was, wenn jeder von denen im Monat einen Euro in einen Solidarfonds oder ein anderes Projekt stecken würde? Unsere Aufgabe ist, diese Leute hier und jetzt zu aktivieren. Und dazu ist der Regime-Change von rechts der Versuch einer Anleitung. Martin, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bin irgendwie froh, dass Sie nicht in der Politik sind, sondern in der Metapolitik.